Hallo und herzlich willkommen zurück zu Last Epoch. Wir sind immer noch in Majelka unterwegs oder Majelka. Hier geht es jetzt ins Saphirviertel. So, wir wollen aber das restliche Gebiet hier jetzt noch aufdecken, was uns wieder mal dadurch erschwert wurde, dass die Karte, ja, buggy ist immer noch. Ja, das hatte erst den Anschein gemacht, als wenn sie das gefixt haben. Weil wir in der vorletzten Folge, glaube ich, hatten wir gar keinen Map-Bug. Oh, was ist das hier? Rune. Der Durchgang ist durch eine mächtige Rune versiegelt. Weggehen. Okay, da kommen wir nicht lang. Aber wir haben hier unten immer noch, glaube ich, ein bisschen was aufzudecken. Und da ist auch noch ein Questziel. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das Gebiet hier nicht schön. Wenn ja, es ist hell, das ist wunderbar. Aber von der Optik her... ist das jetzt hier kein Augenschmaus. Da kommt schon wieder so ein unsterblicher Kuttenträger. Das ist immer schwer, die zu besiegen, weil die halt unsterblich sind, ne? Verteidige dich gegen die imperialen Assassinen. Ja, machen wir. Wo sind die denn? Oh nein, sie haben mich getötet. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was ist das hier? Gab es eine neue Fähigkeit oder... Beschwört 7 schwarze Pfeile, die über 4 Sekunden vom Himmel fallen und dem nächsten Bogenangriff einen 100% erhöhten Schaden verleihen, wenn sie eingesammelt. Ja, das hatten wir ja. Das ist ja explodierender Pfeil. Verschießt einen Pfeil, der sich in ein Ziel einbettet und nach 0,6 Sekunden explodiert. Das ist natürlich... Tanzende Schläge erfordert Beidhändigkeit. Also den Explosivfall würde ich, glaube ich, wieder... ausrüsten. Pfeilhagel. Da muss man Level 30 für sein, oder warum? Aber ich bin ja schon 38. Warum können wir das hier... Ist nicht freigeschaltet. Wir testen das jetzt einfach mal mit dem explodierenden Pfeil. Ich weiß, dass wir den mal eine Zeit lang genutzt haben. Aber der macht halt auch mehr Damage als der Feuerpfeil, ne? Oh ja, okay, der verbraucht extremst Mana. Ich glaube, deswegen haben wir uns nachher dafür entschieden, den, den Feuerdingens zu nutzen, oder? Wo waren jetzt der hier? Mana kosten 0, ja. Schattenklingen.
Das Interessante ist aber auch, hier steht bei Funkenschlag 311 Schaden pro Sekunde. Wenn ich den ausrüste, steht da 1119. Aber bei dem explodierenden Pfeil 1489, das bleibt. Das ist schon ein bisschen eigenartig, ne? Lass den trotzdem mal ausgerüstet. Der ist ja nicht schlecht. So, wir müssen uns immer noch gegen die Assassinen verteidigen. Am besten immer nicht in leuchtenden Kreisen Dingen stehen bleiben. Sprich mit... Oh, das war's schon. Wir hätten nur noch diesen einen Typen töten müssen. Der liegt da an der Erde. Ja, ich will jetzt mal alle Viecher hier töten, nicht, dass wir während des Gesprächs gestört werden. So, mein Guter. Hätte sich auch wenigstens in den Schatten legen können. Oh, hallo, entschuldige. Zeriks Leute haben gesehen, wie ich mit dir gesprochen habe und griffen an. Aber genug davon. Was hast du gefunden? Ist bei dir auch alles in Ordnung? Sie müssen sich von einem Friedhof voller Nagasa ernähren. Wie fast sie... Der untote Körper regt sich nicht mehr. Weggehen. Hä? Okay. Jetzt haben wir ihm nicht gesagt, was wir gefunden haben, ne? So. Tja, okay. War nett. Schau, wo ist jetzt hier unten? Okay, hier ist eine Sackgasse, sehr schön. Dann geht's hier nicht weiter. Dann haben wir ja theoretisch nur den einen Weg oben. Oder habe ich was übersehen? So, warum kommen wir hier wieder nicht durch? Das ist doch... Ja, kann man jetzt hier schlecht gucken, aber... Also hier kommen wir ja nicht durch, da war diese Rune. Hier hatten wir alles erkundet. Da, ach nee, da ist noch ein zweiter Weg, den wir noch nicht... Okay. Gehirn. Eigentlich macht das Blitzding gefühlt weniger Schaden als das Feuerteil, weil das Feuerteil explodiert gleich. Ja. Und schießt auch schneller. Und verbraucht halt auch kein Mana, ne? Das ist das Gute. Okay, wir sind da. Oh, Knochen... Was? Knochenhochofen.
Haben wir aber geschafft. Da ist der Typ wieder aufgetaucht. Du kommst immer dann, wenn die Arbeit erledigt ist, ne? 3, nein, 4 Lagen Arcana-Schutzzauber. Hoffentlich reicht das. Alrik streckt seine Hand in das flüssige Metall. Hey, Vorsicht, Junge, das ist heiß. Eieiei. Als sie mir gesagt hat, dass man den Mut einer Rubinagasa brauche, habe ich eigentlich mit etwas anderem gerechnet. Jetzt hätte ich gut Lust, ihr mal die Leviten zu lesen. Weiter geht's. Der hat da einfach reingefasst? Okay. Also wir sind ja jetzt hier durch, ne? Ich kann die Map leider nicht verschieben, aber... Gut, da drüben ist noch ein kleiner Durchgang, wobei ich schwören würde, dass wir den schon aufgedeckt hatten. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Die rachsüchtigen Überreste verweilen noch in der Nähe. Was? Irgendwelche rachsüchtigen Überreste? Ah, okay, ich sehe es auf der Karte. Ja. Das muss was Neues sein. Oh, oh, oh. Might have dropped something. Oder bin ich hier gestorben? Nemesis. Might have to drop something. Ich will nur kurz gucken. Ich komme gleich wieder. Bleib liegen da. Ich will nur kurz gucken. Aber ja, hier ist nichts mehr. So. Dann werden wir jetzt kurz in die Stadt, werden uns entrümpeln. Nemesis bedeutet ja eigentlich Feind, oder? Mann, weg hier, schließen, so. Einkaufen, bitte. So, dann einmal alles verscherbeln. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wenn wir damit interagieren. Ich sag, da taucht ein mächtiger Feind auf, der uns fast instant killt. Ist weg. Ist nicht wahr. Mann, das kann doch nicht sein. Oh, komm. Gut. Oh, die rachsüchtigen Überreste des Opfers eines Vorboten verweilen noch in der Nähe. Ja, wo? Muss ich weiter in diese Richtung hier? Ja, da hinten. Okay. Okay. Rachsüchtige Überreste. Warum können wir denn da nicht durchschießen? Das ist ja... Seht ihr das? Ich treffe... Da. Okay. Nemesis. Gegenstände von denen, die von verschmolzenen Vorboten mit Rachegelüsten gegenüber allen Reisenden getötet wurden. Verbanne die Nemesis und ihre Gegenstände. Die nächste Nemesis, auf die du triffst, wird aus anderen Gegenständen bestehen. Ermächtigen. Die Gegenstände werden zu einer rachsüchtigen Nemesis verschmelzen, die besiegt werden muss. Diese Gegenstände sind verstärkt und in nachfolgenden Begegnungen mit der Nemesis verfügbar. Herausforderung.
Die Gegenstände werden zu einer rachsüchtigen Nemesis verschmelzen, die besiegt werden muss. Diese Gegenstände werden als Belohnung nach dem Sieg über die Nemesis fallen gelassen. Tja. Wir machen das jetzt einfach mal. Sturmstahl-Nemesis. Wuhu! Ey, Leute, das gehört mir. Haut ab. Handschuhe. Aber das waren ja die, die wir da jetzt in der Vorschau dann schon gesehen haben, oder? Finger des Phantommorasts. Okay. 1521. 1534. Yeah, das hat sich doch gelohnt. Ja, da war auch Rüstung mit dabei und dieser Stab, aber wir lassen es mal so. Was haben wir hier? Flinkheit. Pro Figurenlevel wird das erhöht. So, wir müssen wieder rüber auf die andere Seite. Nee, da war ja die, ja, die wird auch wieder da sein, aber nee. Also ich hätte die Gegenstände auch verstärken können. Das heißt, wir hätten die Nemesis dann besiegt, aber nichts bekommen. Aber bei der nächsten Nemesis-Begegnung dann die Chance auf verbesserte Gegenstände. Oder verstehe ich das falsch? Und bei der ersten Option hätten wir gar nicht gekämpft, sondern die Nemesis einfach nur verbannt. Aber dann eben auch keine Belohnung dafür bekommen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir gekämpft haben. So. Das Saphirviertel. Gehen wir mal rein. Okay. Schön hoch hier. Alle Attribute-Splitter. Der stygische Wärter. Oh, 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 oh. So. This square
Dieser Platz ist ein Schandfleck. Das Orakel hat mir früher immer wieder erzählt, dass sich die Saphir-Nagara um diese Springbrunnen gesammelt hätten, um die Sterne zu deuten und arkane Theorien zu vergleichen. Das hätte ich nur zu gerne mal gesehen. Kann mir kaum ausmalen, wie man sich in ihrem Alter fühlen muss. Gehen wir weiter, ja. So. Okay, bisher schön linear hier. Keine verzweigten Gänge. Und wir müssen weiter geradeaus. Wer hätte es gedacht? Nein, ach komm schon. So. Die Basischance auf kritische Treffer beträgt immer 5% mit Ausnahme von Schaden über Zeit. So, bloß nicht so weit nach unten. Wir haben hier schon wieder ein kleines Kartenproblem. Okay, ein Runengefängnis. Ja gut, das ist ja wieder der verbannte Magier. Aber den haben die auch irgendwie aufgepusht, kann das sein? Experimentell Edelgürtel der Hoffnung. Keine Schadensveränderung. Gut. Wir müssen irgendwie da oben in die Mitte. Stufe 39. Das ist schon wieder. Bei denen muss man echt aufpassen. Ja, es gibt Varianten, die sind nicht sonderlich gefährlich. Und dann gibt es aber auch die. So. Ach hier, Pfeilhagel. Ja, stimmt. Ich hasse das immer, wenn ich hier unterbrochen werde. Du hast eine Chance, Crit
Verwundbarkeit beim Treffer zu verursachen. Standardmäßig hast du Konzentration, die dir mehr Schaden gewährt, multipliziert mit anderen Modifikatoren. Wenn du von einem Feind innerhalb von 4 Meter getroffen wirst, verlierst du für 4 Sekunden die Konzentration. Aufeinanderfolgende Treffer setzen die Abklingzeit nicht zurück. Mehr Schaden mit Konzentration 2% pro Punkt. Die Konzentration habe ich, wenn ich eine Zeit lang nicht getroffen werde, ne? Mehr Schaden mit Konzentration 2% pro Punkt. Erhöhter Bogenschaden. Geschossmeisterschaft. Du hast erhöhten Bogenschaden und Wurfschaden und du hast eine Chance, Rüstung beim Treffen zu zerbrechen. Ja, das ist doch geil. Nehmen wir. Okay. So, hier war jetzt nichts mehr. Da ist wieder einer. Also nur nicht in diesem grünen Ektoplasma-Zeug stehen oder was immer das sein soll. Aber ich kann ja da noch einen Punkt verteilen. Ölüberzug. Wenn du Funkenschlag benutzt und mindestens einen Feind triffst, erhältst du Ölüberzug, der dir erhöhten Feuerschaden gewährt. Dieser Effekt kann sich stapeln und dauert 4 Sekunden. Feuerschaden pro Stapel. Und das macht ja auch Feuerschaden, oder? Physisch, Feuer, Nahkampf, Bogenangriff, ja. Hat eine Chance, den Feuerwiderstand des Gegners zu brechen. Verursacht mehr Schaden. Geil. Och, ist nicht wahr. Mann. Ich wollte nicht nochmal in die Stadt. Da sind die Fieslinge nämlich auch gleich wieder da. So, keine Mats. Na. Rückkauf. Du bleibst bitteschön. Och. Das war früher noch schön einfach, als man einfach mit einem Rechtsklick die Gegenstände gekauft und verkauft hatte, ohne dass man Shift drücken muss oder so. Also wirklich. So, wir haben die nächsten Götzen. Ich meine, was ist das für eine bescheuerte Funktion, dass wenn ich Gegenstände mit der rechten Maustaste anklicke, während ich das Handelsfenster aufhabe, dass mein Charakter die ausrüstet. Gut, es gibt vielleicht auch Spieler, die sagen sich, die finden die Funktion geil, weil sie so können sie genau, beim Handel schon sehen, ob die Gegenstände was taugen oder nicht, ohne die ganze Zeit hin und her switchen zu müssen. Prätor
Vularta. Ja. Schön. So. Wo es dahin geht, steht jetzt hier leider nicht. Das ist nur ein Raum, okay. Doch so nah versteckt? Ich hatte eher den Eindruck, dass sie den Tempel hassen würde. Ein Rat für dich. Frage sie nicht nach den Diamantoberinnen. Das würdest du bereuen. Betritt das Heim des Orakels in Majelka. Okay. Perfekt. Wir haben... Ach nee. Wir haben gar nichts freigespielt. Aber wir müssen jetzt durch das runenverzierte Tor. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Stadt, werden nochmal ein bisschen was verkaufen. Und ich muss mal gucken, ob ich dann jetzt offscreen hier die Truhe sortiere. Kann ich noch nicht versprechen. Vielleicht mache ich das auch gemeinsam mit euch in einer Folge. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ne? Gut, alles klar. Ich werde die Folge an dieser Stelle beenden. Ja, wie gesagt, in der nächsten Episode gehen wir dann hier, das ist jetzt eine kleine Gedächtnisstütze für mich, ne? Dass ich weiß, was ich machen muss. Ja, hier, da ist das Tor. Wir sind in Majelka. Oder Majelka. Hier steht auch ein Teleporter. Kann man sich dann schön her teleportieren. Und ja, dann gehen wir da durch dieses ein runenverziertes Tor war es ja nicht. Es war ja gesperrt von der Rune. So, gut. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.